Hallo Römern, lieben Freunde. Was geht? Willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so mega Bock, dieses Spiel zu spielen. Hier habe ich eine kleine Test-Dings-Account gehabt. Nicht weit gespielt, nur am Anfang Kokiri. Im Gokiri-Dorf gewesen. Können wir auch gleich wieder löschen. Und wir starten ein neues Spiel. Nennen uns natürlich Doki. Und starten. Ja. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekobaum über die Kinder des Waldes. Tut mir leid für das Husten. Jedem der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützen sie jene reinen Herzens. Das Schicksal hat jedoch einen auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Oh, das ist Zelda. Sie wird von irgendwem weggebracht. Und Ganondorf! Navi, wo bist du? Erscheine! Navi, Heulefee, höre die Worte des Dekobaumes. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegen. Besiegeln. Für lange Zeit war ich es, die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber, wir bleiben nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi! Flieg. Das Schicksal des Dorfes, gar das der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Ja, das glaube ich dann. Okay. Miau. Und unter dem Bein durch. Nice. Wo ist er nochmal? Hallo. Aber was macht er denn da? Oh Mensch, sowas gehört sich aber nicht. Das gehört sich aber eindeutig nicht. Nee. Da lang. Ja! Das muss wehgetan haben. Und einfach ins Haus reingehen, ohne klopfen oder so. Einfach so. Mensch. Hallo Doki, ja, wach auf. Der Dekobaum hat sich gerufen. Doki, wach auf. Noch 5 Minuten. Los, komm schon. Sollte die Zukunft Hyrules wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Ja, möglich. Man, ohne ausgeschlafen zu sein, kann ich nicht die Welt retten.
Ja, jetzt erstmal einen Kaffee, bitte. Ah, na endlich, bist du aufgewacht. Ah, ich bin Navi. Die nervigste Fee ever. Der Dekobaum hat mich ab jetzt... dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Ja, ganz meinerseits. Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Steh jetzt endlich auf. Ja, okay. Mann. Nicht mal seinen morgendlichen Kaffee kann man hier trinken, ey, boah. Mann. Hukiriwald. Oh, wer kommt denn da angerannt? Guten Morgen, Doki. Hallo. So, erstmal. Nee, das war das, okay. Muss erstmal meine. Ah, okay, das ist der Knopf. Gut. Wir sprechen mal mit ihr. Hallo. Hey, eine Fee. Endlich hast du auch eine Fee. Doki. Wow, das ist so cool. Ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Doki. Ist es wirklich wahr? Der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst? Ja. Es ist eine große Ehre, vor den Dekobaum treten zu können, zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekobaum hat dich gerufen. Ja, ich bin auf dem Weg. Aber er muss sich noch ein paar Sachen erledigen, denn wir brauchen erstmal ein Schwert. Erstmal ein bisschen Rubine sammeln. Wir brauchen ein Schwert und wir brauchen ein Schild. Ja. Miau. So. Erstmal hier lang kriechen. Ja, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oh, ein schönes Spiel. Ein schönes, schönes Spiel. Ich hab's, glaube ich, nie zu 100% gespielt. Nie. Ich hab's einmal, glaube ich, durchgespielt. Kommt hier nicht gleich irgendwie... Ah, da. Kommt hier nicht... Ah, okay, da. Kommt dieser Fels, okay. Hier lang. Was ist da? Oh, Fünfer. Nice. Brauchen Geld. So, weiter hier lang und hier hoch. Nice. Huh. Was ist da drin? Kannst du mal lesen? Danke. Öffne jede Truhe, die du findest darin wertvolle Schätze. Praktische Gegenstände, hilfreiche Schlüssel und vieles mehr. Okay. Was mag da drin sein? Was mag wohl da drin sein? Oh mein Gott, das Kokiri-Schwert! Geil! Diese wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. Ja. So, rein. Oh Gott! Ah! Mich verfolgt ein Stein, mich verfolgt ein Stein! Okay. Ja, vorweg zu... Vorweg, wenn wir jetzt hier nur ein bisschen Münzen sammeln müssen, oder beziehungsweise Rubine sammeln müssen. Ich werde das Spiel nicht ganz zu 100% durchspielen. Ich werde zum Bleistift, werde ich nicht alle 100 Gultulas suchen. Definitiv nicht. Also es gibt ja hier, wie viele von euch wissen dürften, 100 goldene Gultulas, die man finden muss eigentlich. Kann ich da nicht hoch? Komm schon. Ach komm, das war doch drüber. Ah Mann. Und ja, die sind durch ganz Hyrule verstreut und ich... Nee. Ich will nicht alle 100 Skulltulas suchen. Das wird mir zu anstrengend. Aber wir brauchen 50. 50 brauchen wir. Damit wir... Ist der... Ach komm schon. 50 brauchen wir, damit wir ein Herzteil bekommen. Alle Herzteile will ich haben. Auf jeden Fall. Also alle Herzteile hole ich. Ich denke, ich krieg auch alle noch hin, also im Kopf noch hin, zu wissen, wo die sind. Ich hatte mir, bevor ich das Let's Play angefangen habe, noch das Let's Search Herzteile von Looks Like Link angeguckt. Einfach nur, damit ich weiß, wo die Herzteile sind, weil ich bin, wie gesagt, kein Profi in diesem Spiel. Ein paar Sachen weiß ich, hier zum Beispiel kriegen wir 5 Rubine, immer wenn wir darüber hüpfen, nachdem wir irgendwo drin und draußen waren. Und wir brauchen noch ein paar mehr Rubine. Ich glaube, das Schild kostet 40 Rubine, ne? Ja, Navi, ich weiß, dass du was von mir willst, aber das ist mir egal jetzt. Oh Gott, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Okay, nice. Ja, und ich werde die Maskenquest machen.
Man kann hier auch Masken bekommen. Und wo muss ich denn? Muss ich da rein? Irgendwo waren noch ganz viele Rubine. In... Oh. Ein Fünfer, okay. Ja. Maskenquest werde ich machen. Alle Herzteile suchen und 50 Skulpturas halt nur einsammeln. Und ansonsten gibt es ja eigentlich nichts weiter, was 100% ausmacht, ne? Nur, dass ich halt nicht alle Skulpturas holen werde. Weil das wird mir... Ach, das wird mir zu anstrengend, Leute. Das wird mir zu anstrengend. So, wir haben 40 Rubine. Das heißt, wir können uns jetzt unser Schild suchen. Das ist dort hinten, in dem Laden. So, hier kriegen wir jetzt nochmal 5 Rubine. Genau. Hi, Doki. Schau zu mir herauf. Mit Z schaust du mich an und mit A kannst du mit mir reden. Okay. Ah, gut gemacht. Ah, dies war mit Hilfe deiner Fee möglich. Wie schön, dass auch du endlich eine ständige Begleiterin hast. Ah, ich werde dich lehren, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Fliegt deine Fee zu einem Objekt oder einer Person, drücke Z, um dorthin zu schauen. Drückst du Z und dann A, kannst du mit weiter entfernten Personen sprechen. Wenn du kein Ziel erfasst, kannst du Z nutzen, um geradeaus zu schauen. Versuche es. Jo. Nein. Ah, okay. So. Ist der Tresen nicht ein bisschen hoch für dich? Naja. Gut, wir kaufen uns ein Schild. Wir haben ein Schild bekommen. Sehr geil. Ah. Wieso geht das nicht so schnell weg? Mann. Nein, ich möchte nichts mehr kaufen. So, jetzt müssen wir erstmal das Schild und das Schwert ausrüsten. Zack. Nice, dass es weiß ist. Okay. So, und gehen raus. Oh, wir sind schon bei 14 Minuten, ey. What? So, und ich glaube, jetzt ist das hier, ne? Ist das hier auf der Seite? Ja, hier ist es. Hallo? Ja, bevor ich zum Deko beim Darstellen muss, stelle ich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Hey, was ist das? Ah, du besitzt ein Deko-Schild. Ja, und auf deinem Rücken trägst du ein Schwert. Ja, unglaublich. Es ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deko, ja! Aber wie dem auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Wie kann nur, wie nur kann es sein, dass erst Salia nun auch der Deko-Baum so viel Vertrauen zu dir haben? Hey. Du bist doch nur eifersüchtig, weil ich zum Deko-Baum darf und du nicht. Oh, nice. Wir kriegen erstmal ein paar Deko-Stäbe. Tadam. Deko-Stab, yeah. Zack. Noch ein Deko-Stab. Von dem hier kriege ich auch noch einen Deko-Stab. Sehr nice. Okay, und wir sind beim Deko-Baum, Leute. Deko-Baum, ich bin zurückgekehrt. Ja, mit seinem komischen Schnauzer, ey. Oh, Navi, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Doki. Höre nun die Worte, die ich, der Deko-Baum, dir zu sagen haben. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Doki, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Das ist ein bisschen eklig, ne? Hast du den Mut, diese Prüfung auf sich zu nehmen? Ich will ja eigentlich nicht, aber wenn du es unbedingt willst und es dich rettet, dann... Oh. So sei es. Tritt ein, tapferer Doki. Und auch du, Navi. Navi, holde Fee. Unterstütze Doki. Und du, Doki. Hör mit. C-Stick nach oben. Navis Worte. Oh, jetzt habe ich das weggeklickt. Mann, ey. Nur mit der Hilfe der Jugend kann man ihm helfen. Jetzt müssen wir als Kind in ihn eindringen. Okay, machen wir es aber mal. Ja, okay, wir haben noch knapp 3 Minuten.
Im Dekobaum. Oh yeah. Okay. Ja, unser erster Dungeon, Leute. Ah. Nice. Wieso haben wir eigentlich einen Herzschaden bekommen? Von was haben wir einen Herzschaden bekommen? Eine Dekonuss bekommen. Ich will bitte mein Herzchen wieder haben. Und wir hier. Da, nice. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ah, ah. Dekonüsse. Ah, ah. Und noch eine Dekonuss. Und erstmal hier hoch. Okay. So, hier rüber hüpfen. Dann hier rüber hüpfen. Und erstmal die Truhe hier holen gleich. Ah, sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an den Pflanzen hinaufklettern. Ja, höchstwahrscheinlich kann ich das, aber wie du siehst, sind da ein paar Skulltulas. Das ist ein bisschen, naja, nicht so gut. Wir haben die Karte. Nice. Drücke Start, um die Karte anzugucken. Die ist dann hier, ne? Ja, genau. Aber wir sehen die Karte ja auch hier auf dem... unten rechts. Können wir ausblenden, einblenden. Und meine Türchen. Stelle dich genau davor und drücke A. Okay. Ja, komm schon, Navi. Mensch. So doof bin ich dann auch wieder nicht. Oh. Okay, wir müssen... Genau. Anvisieren. Oh, vergib mal her. Lass mich gehen, wenn ich dir Geheimnisschatten vertraue. Sprengst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung den Stick nach vorne. Rollst du dich ab und linderst so den Aufprall. Okay. Okay. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, was diesmal jeder auf Absprunghöhe klappt. Probiere es einfach aus, wenn du den Mut hast. Ich verschwinde. Ah. Okay. So, haben wir hier noch irgendwie was? Nee, ne? Nee, okay. Dann gehen wir weiter. Ach, den Raum hier packen wir, glaube ich, noch. Oh Gott, oh Gott! Oh. Da oben ist eine Dings. Und da oben können wir hoch? Warum können wir hier hoch? Oh. Eine kleine Truhe. Geil. Wahrscheinlich irgendwie Rubine drin, ne? Ein Herz. Okay, ein Herz. Aber ein Herz drin. Sehr nice. Hallo. Und Leute, wisst ihr, was in dieser Kiste ist? Unser erstes neues Item. Die Feenschleuder. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf links, unten oder rechts platzieren vom C-Stick. Drücke C-Stick, um die Schleuder zu nutzen. Halte den C-Stick und ziele mit dem Control-Stick das C los und den Kokern abzuschießen. Yo. Wenn du sofort schießen willst, halte C etwas länger gedrückt und lass dann los. Okay, gut. Dann werden wir das noch schnell ausrüsten und dann den Part beenden, Leute. Der erste Part ist vorbei gleich. So, so. Zack. Und zack. Und nö. Kann ich da noch irgendwie ein paar Einstellungen ändern? Weil das Hoch- und Runterzielen ist echt ein bisschen komisch. Ja, wir speichern mal. Oh, muss ich das... Ich muss... Umdenken. Okay, und... Zack. Nein, daneben, was? Zack. Nice. So, Leute. Das war's jetzt aber erstmal mit dieser Folge. Mit der ersten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.